Hallo Kameramagier, heute zeige ich dir, wie du dich klonen kannst und ich zeige dir, wie es begann. Ah, was für ein wunderschöner Morgen. Leider haben wir noch keinen Tisch, oder? Ja, und Tee haben wir auch keinen mehr. Danke. Was du dazu tun musst, um dich selbst zu klonen, ist eigentlich relativ simpel. Du filmst dich zweimal von demselben Standpunkt aus. Und zwar setzt du deine Kamera auf ein Stativ, filmst dich das eine Mal in der einen Location und das andere Mal in der anderen. Wichtig ist, dass sich von dem ersten zum zweiten Shot nichts verändert. Das heißt, weder die Belichtung, die sich verändert, noch die Kamera, die sich verändert in der Position. Deswegen siehst du mich zum Beispiel auch die Vorhänge zuziehen, weil die Vorhänge natürlich Licht hineinlassen. Wenn du einen bewegten Shot machen willst, dann brauchst du auf jeden Fall das Gimbal. Weil dieses Gimbal, das ist der Moser R2, mit dem konnte ich die Bewegung einprogrammieren und danach einfach nochmal wiederholen. Ansonsten geht es genauso, wenn du auch einfach deine Kamera auf ein Stativ stellst. Und nachdem du deine zwei Shots gemacht hast, geht's ab in DaVinci Resolve. In Resolve schneidest du deine Clips auseinander und legst den einen über den anderen und den oberen reduzierst du in der Deckkraft, also in der Opacity, und versuchst die beiden, wenn du sie bewegt geschossen hast, wie ich hier, zu matchen, bis alles aligned. Am besten suchst du dir dazu einen detailreichen Bildausschnitt, wie ich hier, das Stativ. Wenn alles passt, dann kannst du die Deckkraft wieder auf 100% stellen und anschließend in die Color Page gehen. Hier in der Color Page möchtest du mit Rechtsklick einen neuen Alpha Out hinzufügen. Das fügt den kleinen blauen Punkt unten hinzu. Als nächstes nimmst du dir dein Maskentool und ziehst erstmal eine grobe Maske um den Ausschnitt, den du haben möchtest. Anschließend verbindest du den blauen Pfeil des Correctors mit dem blauen Punkt und jetzt sieht man dich schon doppelt. Das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um eine grundsätzliche Farbkorrektur durchzuführen, um beide Clips aneinander anzupassen, weil sonst wird es immer sichtbar sein, dass man eine Maske gezogen hat. Das kannst du einfach machen, indem du mit Rechtsklick einen neuen Corrector hinzufügst und den vor den Corrector, der unseren blauen Output berührt, einfügst. Als nächstes möchtest du unten rechts deine Keyframes öffnen, um die Maske später zu animieren. Und dann klickst du vorne auf den Corrector auf die Raute, um Keyframes zu aktivieren. Jetzt musst du eigentlich einfach nur durch ein ganzes Bild durchgehen und die Maske immer so verschieben, dass du zweimal im Bild bist. Dazu ist es wichtig, gerade wenn du dich mit anderen überlappst, vor allen Dingen sehr genau zu sein und zu gucken, was noch kommt. Zum Beispiel ist hier unten die Tasse auch noch ein Bild aus dem anderen Shot, der drüber liegen muss, und da muss man sehr genau sein. Achte bei der Maskierung immer darauf, dass du genug Soft 1 hast, also dass die Maske einen weichen Übergang hat, und spiele mit dem Inside, um gegebenenfalls weiße oder komische Ränder zu beheben. Inside verkleinert deine Maske nach innen und somit kannst du sauberere Masken ziehen. Es gibt unterschiedliche Arten, sich seine Maske anzeigen zu lassen. Zum Beispiel kannst du die Maske invertieren, um zu sehen, was außerhalb deiner Maske ist. Nur vergewissere dich, dass du am Ende wieder die Maske so einstellst, wie du sie haben willst. Dazu gibt es daneben auch noch die Möglichkeit, die Maske komplett auszublenden und auf dem Zaubererstab-Symbol nur das zu sehen, was in der Maske ist. Um runde Maskenpunkte zu ziehen, kannst du mittels Alt auf einen Punkt klicken und schon hast du die kleinen Henkel, die dir helfen, runde Punkte zu verformen. Um Punkte zu löschen, klicke auf sie mit dem Mittelmausrad. Die ganze Maske von vorne nach hinten sollte nun also ungefähr so aussehen. Sie bewegt sich über unser Verbindungsglied, also der stehende Cup, und dann ziemlich sehr genau beim Überschreiten von mir. Der schnellste Weg, deinen nun entstandenen Clip zu color correcten, ist, indem du aus deiner Effects Library einen Adjustment Clip drüberlegst
und mit diesem Adjustment Clip drüber gelegt in die Color Page gehst, um hier direkt auf dem Adjustment Clip deine ganzen Korrekturen zu machen, wie du sie normalerweise machen würdest. Noch ein großer Tipp ist hier, bereite dich auf solche Shots ordentlich vor. Wenn du ein Skript hast für den Dialog, den du hast und das quasi mit dir selbst aufnimmst, zum Beispiel über eine Memo-App, kannst du es später über Kopfhörer hören, die du vielleicht per Bluetooth drin hast und kannst dadurch das genaue Timing mit dir besprechen quasi. Eine weitere Möglichkeit, sich selbst zu klonen, ohne dieses ganze Maskengebimmel zu haben, ist, indem du den Greenscreen nutzt. Und dazu habe ich dir ja schon mal da oben ein Tutorial gemacht. Yo, ich hoffe, du hast dir schon alle meine kostenlosen Presets von meiner Webseite gesaugt und den Kanal abonniert. Gib dem Video ein Like, ansonsten weißt du ja, zweimal Dislike drücken ist immer auch eine gute Wahl. Bis zum nächsten Mal, ciao.